Auf der Insel Föhr ist heute das erste friesische Radio auf Sendung gegangen. Frieskfunk nennt sich der Sender und ist unter anderem ein Projekt des offenen Kanals Schleswig-Holstein und des Friesenrates. Auch der Norddeutsche Rundfunk unterstützt den Sender. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum Sendestart. Ihr hört gerade zum ersten Mal Frieskfunk. Svea Hochgräfe sendet da erst wurden auf Frieskfunk, boven und Tag von der Ferienstiftung und Alkersem. Hat köm von Omram an Gönchenissen von Fähr. Hör ihr Sendung, gungt allian amateur Öffnungsfestbannen und Guard. Dette Radio as in grot Chance für alle Fresken am uner Öffentlichkeit hier zu wurden, seit die Beschück. Aller Fresken ins ganze Skelhall uns nagert wort. Am Wewelde to Bittrich, das Brigog wieder hens nagert wort. An der Dugger Jongmensken, ja, die mir identifiziere. Von Munday uf und sende Gönche an Svea und er eben Kanal Westküste an und Internet. Sie sind mittlerweile in aller Welt unterwegs. Ihre aktuelle Tour ist ausverkauft. Die Konzerte mussten schon in größere Hallen verlegt werden. Aber gestern Abend hatten die vier Jungs der Gruppe Stanford ein Heimspiel. Zum ersten Mal seit ihrem musikalischen Durchbruch sind sie auf der Insel Föhr aufgetreten, wo schließlich alles begann. Learning how to miss you. I guess I need to know how it feels like. Ganz Föhr ist gekommen, um sie zu sehen. Ihre Jungs von der Insel. Ihr Tourplan ist eng. Gerade haben sie noch in der Schweiz gespielt. Zum 100-jährigen Stadtjubiläum von Wieg aufzutreten, ist trotzdem nicht nur Ehrensache. Stanford wollen etwas bewegen auf ihrer Insel. Was wir einfach auch bemerkenswert finden, ist, dass halt eben doch es gelungen ist, so eine große Bühne und so ein großer Event irgendwie aufzubauen da, weil, wie gesagt, das ist etwas, was wir, als wir noch Jugendliche waren, halt eben noch nie erlebt haben und das vielleicht auch immer ein bisschen bemängelt haben, so gerade als Jugendliche, dass halt gerade was so Pop-Rockmusik angeht, halt einfach sehr wenig auf der Insel passiert ist. Föhr, Familienferieninsel, Friesenhaus-Idylle und immer noch ein Ruhepol für Stanford. In einem Studio im Gewerbegebiet basteln sie an neuen Songs direkt über der Pizzeria. Sie sind ganz normale Leute, wie du und ich. Sie sind zum Anfassen. Nett, auf dem Boden geblieben, bodenständig. Top Leute. Hier können sie sich noch ganz normal bewegen, sagen auch Stanford selbst, obwohl sie jeder kennt. Die kaufen dauernd bei uns ein. Die schätzen unsere Wurstqualität, unsere Schinkenqualität. Doch wir kennen die alle hier. Der Lieblingsschinken der Rockstars ist übrigens der echte Föhrer Bauernschinken, wenn das nicht bodenständig ist. Das ist der Schinken, den die Stanfords gerne mögen. Die Föhrer sind stolz auf ihre Jungs. Einige haben natürlich dadurch, wenn man einmal in einer Fernsehshow aufgetreten ist, haben sie dann so immer so eine, spüren so eine Distanz irgendwie, aber die sind auch ganz schnell wieder auch vorbei. Schließlich kennen die Föhrer die Redwisch-Brüder schon seit sie hier Klavier lernten und haben vielleicht schon geahnt, dass sie keine Banklehre machen werden. Bei uns war es eben einigermaßen schwierig, weil wir einfach eben nur auf Musik gepolt waren, jetzt gerade wir beide so. Deswegen gab es auch nie so richtig andere Varianten. Wenn wir die gehabt hätten, hätten wir bestimmt andere Sachen gemacht. Irgendwie, ich meine, du hast ja nicht mal einen Schulabschluss, denn da waren die Chancen einfach einigermaßen gering gesät, sag ich mal. Yes, yeah, komm schon! Zur Beruhigung der Eltern überlegt Konstantin übrigens, das Abi nachzumachen. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob er dazu viel Zeit hätte. Stanford auf Föhr, ein Heimspiel am Strand. Auch wenn sie morgen schon die 10-Uhr-Fähre nehmen und weiter um die Welt reisen. Sie werden bestimmt bald wiederkommen, denn Föhr sind sie treu geblieben. Vorher gehen wir von Sylt mal nicht weit weg, und zwar auf die Insel Föhr. Da gibt es in dieser Woche etwas zu feiern. Wieg auf Föhr wird als Stadt 100 Jahre alt. Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen hat heute den Anfang gemacht. Ab sofort wird eine Woche lang gefeiert. Und Niki Merl hat eine Wiegerin getroffen, die fast so alt ist wie ihre Stadt. Eine Dreiviertelstunde braucht die Fähre von Dagebühl nach Föhr. Bei Touristen ist sie sehr beliebt, die zweitgrößte deutsche Nordseeinsel. Nicht etwa im schicken Sylt, sondern hier entstand das erste Seebad Schleswig-Holsteins.
Dem größten Ort auf der Insel Föhr, dem Markt Fleckenwiek, wurde vor genau 100 Jahren das Stadtrecht verliehen. Hanna Schneider ist mit ihren 93 Jahren fast genauso alt wie ihre Stadt. Sie ist, wie viele Föhrer, ziemlich stolz auf ihre Insel. Was brauchten wir schon auf dem Festland? Wir hatten unsere Insel und wir konnten hier alle gut zurechtkommen. Wenn die rüstige alte Dame heute mit ihrem Sohn durch die Straßen ihrer nun 100 Jahre alten Stadt spaziert, werden Erinnerungen wach. Hier zum Beispiel sind beide zur Schule gegangen, wie übrigens fast alle Bewohner der Insel. Jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeigehe, denke ich an den alten Rektor Buchholz und an die Schläge, die er mir verabreicht hat. Gar nicht. Ich fand immer sehr artig. Am Nachmittag ging es, heute wie damals, bei schönem Wetter an den Strand. Wir haben in den Erdboden diese kleinen Löcher gebohrt und dann mit Marmeln haben wir gespielt. Also Stunden. War herrlich. Früher mussten die Touristen eine beschwerliche Anreise von zum Teil mehreren Tagen in Kauf nehmen, um hier baden gehen zu können. Anfangs durften wir hier eigentlich gar nicht uns aufhalten, weil dieser Strand den Kurgästen vorbehalten war. Da gab es hier einen Strandwärter, der hieß bei uns Knurrdübel, ja, weil er so knurrig war. Und wenn er uns erwischte, hat er uns weggejagt. Es gab aber auch Tage, da war es auf der Insel ganz schön ungemütlich. Bei Sturmflut konnte einem das Wasser schnell bis zum Hals stehen. Als Kind störte das Hanna Schneider allerdings wenig. Sie fanden das sehr interessant und haben dann auch immer möglichst ein bisschen drin gespielt, noch ein bisschen riskiert. Aber es ist alles gut verlaufen. Wenn früher in dem einzigen Glockenturm und heutigem Wahrzeichen der Stadt die Glocke erklang, hieß das nichts Gutes. Kündigte sie kein Hochwasser und kein Feuer an, musste wohl jemand gestorben sein. Der Glockenturm ist ja der Mittelpunkt unserer Stadt. Und der war ganz von Anfang bis heute sehr wichtig. Heute zählt vor allem der ideelle Wert. Genau wie bei der alten Mühle, in der schon lange kein Getreide mehr gemahlen wird. Ich habe meine Insel immer geliebt. Hier ist Ruhe, hier ist noch Gelassenheit. Das schätzen wir sehr und das tun unsere Gäste auch. Und wer einmal hier war, kommt immer wieder. War da noch was? Nee. Auf Platz 7 Föhr, die grüne Insel. Sie ist nicht sandig wie Sylt und Amrum, sondern geprägt durch Marschwiesen und Äcker. Dieses viele Inselgrün hatte einen großen Fan, der über seine Lieblingsurlaubsinsel bereits in den 70ern einen ganzen Film gemacht hat. Dalli, Dalli. Das gilt natürlich nicht für meinen Urlaub. Seit 16 Jahren verbringe ich meinen Sommerurlaub auf Föhr, der grünen Insel vor der Westküste Schleswig-Holsteins. Und die Insel ist so klein, dass man sie bequem per Fahrrad kennenlernen kann. 37 Kilometer und schon sind sie einmal rundherum. Kinder werden sich jetzt fragen, wer ist dieser Mann? Das ist Hans Rosenthal, ich habe den noch erlebt. Das war ein toller Kollege, Hans Rosenthal. Ich war mal bei dem in der Sendung, da hat er Spitze geschrien, ich auch. Und da bin ich mit 110 Kilo auf ihn draufgefallen. Da war er platt. Früher herrschte auf Föhr bittere Armut. Erst mit dem Walfang Mitte des 17. Jahrhunderts kam etwas Wohlstand auf die Insel. Von 4.500 Einwohnern waren fast 1.500 Männer auf Schiffen tätig. Das ist ein Zaun aus Walknochen. Und heute ist es die Sensation, wenn irgendwo mal ein toter Wal strandet, ne? Und damals war das der Broterwerb. Es ist
sehr lustig, dass auf Föhr, glaube ich, zwei Sprachen gesprochen werden. Also es gibt ja einmal die Friesen, die Friesisch sprechen, und dann gibt es die Plattdeutschen. Und die wohnen teilweise nur wenige Meter auseinander, würden aber auf keinen Fall abweichen und verstehen sie auch nicht. Nach der Walfang-Ära blieb vielen Föhrern nichts anderes übrig, als nach Amerika auszuwandern. Und dann kamen die Urlauber. Bereits 1819 wurde das Seebad Wiek gegründet. Im ersten Jahr kamen ganze 60 Gäste, aber das sollte sich steigern. Wiek hatte zunächst nur drei solcher Badekarren, von denen man in der See baden konnte. Ein Strandleben entwickelte sich da natürlich nur spärlich. Und Männlein und Weiblein badeten selbstverständlich ganz getrennt. Deshalb gab es ein Damenbad und ein Herrenbad und dazwischen lag eine neutrale Zone, um sie vor den lüsternen Blicken zu schützen.